da vorne scheint die Goldspur weiterzugehen. Alter, hier waren wir schon mal. Okay. Wird bald mal da, oder was? Wie konnte die Catelyn hier durchkommen, ohne von Renrocks Anhängern zerlegt zu werden? Ja, sie macht ja mit Rookwood gemeinsame Sache und der wiederum mit Renrock. Insofern musste sie wahrscheinlich nur sagen: Hey, ihr kleinen Scheuser, soll ich Rookwood sagen, dass ihr mir Ärger gemacht habt? Ja, so stelle ich mir das vor. Alter, die hat hier die ganze Kohle fallen lassen. Die Olle. Was ist hier los? Ich glaube, es ist auch nicht schlimm, wenn ich hier mal eine Münze vergesse. Es kommt zwar normalerweise auf jeden Ocken an, ne? Aber auf der anderen Seite, ich will ja hier auch irgendwann mal weiterkommen. Schon wieder eine Folge. Rebellion. Ja, ich hoffe mal. Ich wollte gerade sagen, ich muss mir wahrscheinlich keine Sorgen machen um das kleine Mädchen, aber ich will mal hoffen, dass die sich nicht mit sozusagen Rookwood und Co. hier gleich um die Ecke befindet. Das war dann wohl mal. Ach ja, das war dieses Schatzgewölbe. Ach, jetzt kommen wir von oben. Ach du meine Güte, ich weiß, hier ist gleich das nächste Anhängerlager. Hier ist sie dann durchs Gebüsch geschlichen. Ja, ja, das Anhängerlager oberhalb von der großen Mine. So findet dann wieder alles zusammen. Wird langsam unübersichtlich, die Spur, ne? Ja, ich sehe einen Gegner. Ach, ein Hund. Okay. Schließe Duellleistung ab. Was auch immer ich für eine Duellleistung gerade abgeschlossen habe. Ich bin natürlich froh darüber. Ja. Wenn mich das jetzt direkt in das Lager da wieder reinführt, dann muss ich sagen, ist das fiese, weil hier vorne war ein Anhängerlager. Ah, ich sehe ja schon wieder. Ah, ich höre auch schon die Anhänger herumschimpfen. Guck mal, es hat das Hundefell bis hier vorne hingetragen. Rebellion. Aha. Aha. Heute. Ja, das ist das Anhängerlager. Fuck. Ich muss noch mal ein anderes Anhängerlager platt machen. Hätte sich das dumme Mädchen nicht irgendwie einen anderen Ort aussuchen können, um durchzufliehen? Ja, guck, da ist noch mehr Gold. Revelio. Ja, nee, aber keine Gegner. Ja, ja, ja. Ja, hier geht's hoch. Hammer. Die muss ihre ganze Beute verloren haben. Es würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir jetzt hier irgendwo das Erbstück finden. Die Eier hat sie wahrscheinlich auch verloren. Auf dem Weg. Alter. Ja, die hat ihre gesamte Beute verloren, wie es aussieht. Catelyn, was machst du bloß für Dinger? Was ist es denn wert, wenn man klaut und man verliert die ganze Beute auf dem Weg? Jäger, geht mal gar nicht. Ein Niffler. Es war doch nicht Catelyn Haggerty. Ein Niffler. Ja, und was soll ich jetzt machen? Soll ich den Niffler jetzt fangen oder wie? Achso, hier ist ein Niffler. Bau. Ist ja cool. So. Aha. Okay.
Gummipilze, wie schön. Ja, ich schleich mal lieber. Vielleicht muss ich den Niffler ja noch gefangen nehmen. Jetzt guck dir das an. Das muss das Erbstück der Haggertys sein. Okay, ich habe das Erbstück der Haggertys. Ich muss den Niffler also nicht gefangen nehmen. Aber hier gibt es Niffler. Und weißt du was? Ich habe gerade Lust, so ein bisschen zu niffeln. Niffli? Wusch! So, da haben wir den Übeltäter. Die Neuigkeit wohl aufnimmt. Seine Schwester war nicht die Diebe und das Erbstück kehrt zurück an seinen Platz. Ach so, also ich musste ihn tatsächlich fangen. Hatte ich jetzt gar nicht gesehen. Ich hätte dann gleich in die Queste geguckt. Ich dachte halt nur, ich nehme vielleicht noch den einen oder anderen Niffler hier mit. Boah, so viele Gummipilze. Ich will die alle haben. Sieht recht dunkel aus. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Ja. Stell dich mal nicht so an, Vögelchen. Guck mal, da ist auch noch was zu holen. Geil. Ich habe ein Gesicht gefunden. Jetzt habe ich das zweite Gesicht. Das glaube ich nicht. So. Okay, zurück nach Irondale. Mit ein bisschen Speed nach Irondale. Und dann bringe ich das mal weg, die Queste. Und ich glaube, ich werde heute mal, im Gegensatz zu sonst, wo ich ja immer hergehe und sage, wir gehen zurück nach Hogwarts und verabschieden uns dort und machen dann alles fertig fürs nächste Mal, werde ich heute wahrscheinlich mal hier mitten im Wald und auf der Heide, wo die Eier auf dem Boden liegen, mich von euch verabschieden. Kommt drauf an. Ach so, ich soll noch Greg Herotti. Ob der wirklich so heißt? Ich meine, ob der wirklich so ausgesprochen wird im Original oder ob da. Ach, wo ist der noch? Hier kann ich mich noch gut dran erinnern. Ui, hallo? Das bereust du für den Rest. Ach, hier. Tierwesen ist in meinem Fall. Kurzio. Expelliarmus. Ja. Ist das so? Denkst du etwa, du kannst dich einfach so davon schleichen? Hallo. Du hast echt. Hack hier. Expelliarmus. Ich lass die immer runterfallen da. Ich glaube nicht. Wow, auch das noch. Dann wohl mit deinem Glück. Komm, trink. So geht's hier nicht. Ja, es war nicht gerade die geschickteste. Das war jetzt nicht gerade die geschickteste Vorgehensweise. Das muss man schon sagen. Kann man so zugeben. Ich war jetzt auch nicht unbedingt drauf aus. Ich will ja eigentlich nur zu Podrick Haggerty. Ich wollte gerade sagen vorhin, ob das so eine übertriebene Spreche ist. Mir ist aufgefallen, dass oftmals in Spielen
die deutsche Synchronisation dann sich extra Mühe gibt, irgendwie die Sachen ja extra in der Sprechweise, die sie sich dann vorstellen, auszusprechen. Also das sollte dann wohl extra Irish sein, ne? Also ja. Ich frage mich, warum das in anderen Übersetzungen nicht passiert. Also warum zum Beispiel da drin umzusehen? Naja, wobei, ich habe schon amerikanische Spielfilme gesehen, wo halt Deutsche imitiert werden sollen und wo ein solches Deutsch gesprochen wurde, dass man das als Deutscher schon fast nicht mehr verstanden hat, weil die das dann auch so mit der harten Aussprache, wenn ihr so aufploppt, müsst ihr euch nicht wundern, wenn ich gegen euch gegenrenne. Komische Vögel. So, dann wollen wir mal Podrick Bescheid sagen. Podrick. Gute Neuigkeiten, Mr. Haggerty. Ich habe Ihren Dieb entlarvt. Jetzt hören Sie schon auf. Wir alle wissen, es war meine Schwester Catherine. Sir, der Dieb war eigentlich ein Niffler. Wie bitte? Sie wissen schon, klein, pelzig, diebisch. Ich bin ihm zu seinem Versteck gefolgt. Catherine wusste als Einzige, wie man in unsere Häuser kommt und wo die Wertsachen sind. Das ist wohl ein fieser kleiner Mistkerl. Wenn Sie das Versteck des Nifflers gefunden haben, dann müssen Sie auch mein Erbstück haben. Ja, aber immer. Ja, das habe ich tatsächlich. Danke. Sie wissen nicht, wie viel mir das bedeutet. Catherine ist eine Enttäuschung, aber ich wollte nie glauben, dass sie hinter all dem steckt. Nun, dank Ihnen muss ich das auch nicht mehr. So, was Wir leben ich... in einer seltsamen Welt. Ein Niffler wird wohl kaum nach Azkaban geschickt, aber ich habe mein Erbstück zurück. Nifflermaske. Soll ich mal? Pass mal auf, das machen wir mal kurz. Nee, aber ich dachte eigentlich, er würde jetzt Folgendes sagen. So, nur Catherine wusste, wie man in unsere Häuser kommt. Sie hat sicherlich diesen Niffler beauftragt. Also, ich möchte mal was ausprobieren. Also, nee, das jetzt nicht, aber was ich jetzt gerne möchte, ist Folgendes. Kannst du es dir vielleicht schon vorstellen? Ja! Ja! Auf jeden Fall. Auf fucking jeden Fall. Und so, da haben wir noch einen Niffler am Start. Der Irondale Dieb. Warte mal. Der Irondale Dieb. Der Niffler ist ein kleines. Ach so, ja. Ach so, da ist noch was. Nö, eigentlich nicht. Verstehe ich nicht. Aber es ist auch schon ein paar Mal passiert. Ja, ja, das ist diese Nifflermaske, ne? Yep. Irgendwo da. Genau, eine Nifflermaske für den gewieften Detektiv. Du erhältst sie, wenn du den Dieb von Irondale findest. War ja nun wirklich nicht so schwer. Nee, ich habe tatsächlich gedacht, Podrick würde jetzt sagen so, ja, also nur Catherine wusste, dass wir, wie man in unsere Häuser kommt. Sie hat diesen Niffler sicherlich abgerichtet. Ja, also ich hätte es anstelle der Quest-Designer so gemacht. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte, dass wir nochmal hierher reisen. Hier nach Feldcroft und dort ich würde mir gerne Rookwood Castle angucken, weil dann sind wir endgültig hier hinten in der Ecke fertig, zumindest bis jetzt, wenn nicht irgendjemand noch sagt so von wegen, ja, für diese und jene Queste musst du nach Feldcroft reisen, ne? Ich finde es ja irgendwie geil, also ich finde es am allerschlimmsten in Spielen, wenn halt du eine Lokation hast, du gehst her, machst da deinen Kram, machst vielleicht auch gar nichts, sondern lootest nur einfach irgendwie ein paar Höhlen oder so ein paar Dungeons und dann ist diese Region für immer für dich abgeschlossen. Das finde ich an diesem Spiel hier gut, dass man halt
wirklich die Notwendigkeit hat, auch jede Region mindestens einmal aufzusuchen. Es gibt nämlich auch Spiele, wo, wenn du wirklich den Mist... zu einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Wenn du auch wirklich nur den Questen folgst, so wie das bestimmte Leute machen, die halt nur die Hauptqueste durchspielen, dann bleiben große Teile der Karte unerkundet, ne? Hallo, Bernhard, da hier. Schön, Sie wiederzusehen. Sie auch. Was kann ich denn für Sie tun? Ich will noch mal... ich will mir noch mal deine Waren ansehen. Was verkaufen Sie hier? Der hatte nämlich... Wonach steht Ihnen denn heute der Sinn? Eigentlich nach nichts von dem, was du hast, weil... Schauen Sie doch gern jederzeit wieder vorbei. Nö, gibt's keinen Grund für, Digga. Dann würde ich mal sagen, machen wir Folgendes. Einmal Karte. Ich will mir zumindest hier oben die Flohflamme holen. Denn ich nehme mal an, auch für die Flohflammen gibt es dann wohl ein... warte mal, spricht sie mit mir? Nö. Auch für die Flohflammen, wenn man sie alle freischaltet, gibt es wahrscheinlich ein Achievement zumindest bei Steam. Und das will ich dann doch gerne haben. So. Dann lass uns mal in den Tarnmodus gehen. Denn hier wird es auf keinen Fall unbewohnt sein. Na du Hornviech. Hornviech antwortet, na du Honkviech. Ja, kann es ja gerne machen. Muss nur mit den Folgen leben, was? Nee, ich bin ja gar nicht so. Ach, guck mal da unten. Spaß und gute Laune. Stellt euch bitte mal ein bisschen näher beieinander. Könnt ihr bitte? Ach hier. Tja. Ich frage mich immer, womit ich bezahlen soll. Wofür? Dafür, dass ich ein paar Orschkrampen in ein vielleicht gar nicht mal so verfrühtes Grab geschickt habe. Ja, jetzt will er mich da oben lang führen, aber ich weiß ganz genau. Wir kommen hier auch querfeldein weiter. Ich laufe doch jetzt nicht zigtausend Ecken. Ja. Ja, liebe Leute von Portkey Games und Avalanche, ich sag das extra falsch. Das mit dem Pathfinding, das lernen wir dann nochmal, ne? Also, das üben wir nochmal. Ich meine, das sind ja alles keine Neulinge im Bereich Softwareentwicklung. Warner Brothers Studios, also die Game Studios, haben ja schon einige Spiele. Zum Beispiel fällt mir da nur ein, habe ich natürlich nie gespielt, aber hat Gronkh gespielt zum Beispiel und habe ich das Let's Play komplett gesuchtet. Die ganze Herr der Ringe Geschichte. Ich weiß es nicht mehr, irgendwie. Ja, weil du stinkst. Komm mal her, Kollege, weißt du? Komm mal hier bei mich bei. Kozio. Kannst mal sehen, ne? Schmeißt du keinen Trank, Kollege? Finde ich aber irgendwie jetzt nicht sozial von dir. Ich brauche nämlich neue Grüntränke, weißt du? Pass auf, ich mach dich zu einer guten Mahlzeit, Digga. Weißt du, wenn die mit uns kein Beef wollen, dann lassen wir sie auch erstmal zufrieden. Hui. Einmal kurz nach oben. Ja, so, jetzt sind zwei Folgen vorbei. Wisst ihr was? Ich mache die Stunde auf jeden Fall noch voll. Ich weiß nicht, ob ich dann hinterher noch eine Folge mache oder so. Keine Ahnung. Alter, das ist aber hier mal ein verwinkelter Laden. Das werden wir ja mal sehen. Ich könnte die auch zurückbringen, die Waren. Arschwinders. Akio.
Also, wer braucht hier neue Waren? Ich glaube, ihr braucht bald neue Kämpfer. Revelio. Ja, da... Ach, Rukuts Anhänger hängen da rum. Was sollen sie auch sonst? Das sind halt Anhänger. Du, ich versteck mich gar nicht. Und ich bin nicht glitschig wie ein Aal. Wäre ja ekelhaft. Was? Ja, komm mal her. Komm mal bei mich bei. Wirst du wohl aufhören mit deinen Kackwürsten nach mir zu werfen? Mann. Ihr könntet ruhig mal ein paar mehr Mega-Power-Tränke fallen lassen. Wo kriegen die eigentlich her? Das sind ja eigentlich... Sind das keine Zauberer und so weiter? Aus welchem Fundus bekommen die ihre Tränke? Warte. Ich bin irgendwie ein bisschen sehr ungestüm. Ich wollte gerade sagen, sehr gestüm, was? Revelio. Ja, da ist so eine Klettertruhe hier. Da könnte ich hier über die Mauer schleichen, aber... Bin ich ein Dieb in der Nacht? Nein, bin ich nicht. Ich bin der Honk, der knallehart einfach durch die Gegend läuft und sagt, bin da, wenn noch. Braucht hier wer Fresse? Ja, und dann meldet sich keiner. Das ist immer so, weißt du? Ist auch im Realleben so. Wer glaubt das?